Weiter mit 14.3 Teilhabe am sozialen Leben verbessern. Einreiche es hier ebenso Fraktion Die Linke. Herr Giesling, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, mit neuer Motivation zum nächsten Antrag. Es gibt das Bildungs- und Teilhabepaket. Das Bildungs- und Teilhabepaket hat in einem seiner Leistungsbereiche ein bisschen Geld zur Verfügung, um Eltern von Kindern zu ermöglichen, dass diese am kulturellen Leben teilhaben. Das ist nicht sonderlich viel Geld, aber es wäre schön, wenn es geholt würde. Ich gehe davon aus, dass alle Eltern, die sich bemühen, dieses Geld abzuholen, gleichzeitig ja angeregt sind, über das nachzudenken, was ihren Kindern gut tut. Das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Effekt. Und trotzdem stellen wir fest, dass nur ein relativ geringer, ein zu geringer Teil der Eltern, die eigentlich einen Anspruch darauf hätten, dieses Geld zu erhalten, es auch abholen. Und jetzt kann man darüber nachdenken, woran das liegt. Und ich denke, es sollte im Interesse auch von unserer Kommune sein, dass es möglichst viele holen. Also woran liegt es? Und dann sagen wir, gut, es könnte einfach Informationsdefizit sein. Viele wissen es vielleicht gar nicht. Wenn Sie sagen, in die entsprechende Lebenssituation kommen, dann ist vielleicht nicht die allererste Fragestellung, die Sie dann haben, wie kann ich da Geld von einem Amt bekommen, von einem Museumsbesuch oder was auch immer da möglich ist. Also muss man informieren. Wir möchten bitte, dass die Kommune diejenigen, die dort die Berechtigung hätten, dieses Geld zu holen, informiert. Zweitens, es gibt sicherlich viele Dinge, die in der Kommune getan werden, wo man dorthin gehen könnte, wo man also den entsprechenden Teilnehmerbeitrag, Eigenbeitrag auch erstattet bekommen könnte. Aber oft wissen es auch die Veranstalter gar nicht. Es wäre also schön, wenn die Veranstalter und die Stadt selbst in solchen Fällen oft darauf hinweisen, dass man das dort abholen kann. Wäre also noch ein bisschen mehr Information. Es wäre genauso schön, wenn bürokratische Hürden, die vielleicht noch da sind, abgebaut werden. Weil man muss natürlich immer noch vorauszahlen, den Antrag stellen, den Antrag ans Amt schicken, dann bekommt man es eigentlich unbürokratisch ausgezahlt. Ganz oft aber sagt das Jobcenter, ist es in dem Fall, aber das gilt nicht und dann muss man noch was begründen. Und dafür haben viele Leute einfach Sorge. Deswegen sagen wir, an dieser Stelle muss die Bürokratie noch ein Stück gesenkt werden. Und das dritte oder das vierte in unserem Antrag, was leider den letzten Ausschuss nicht mehr überstanden hat, ist, dass die Summe, die man dort bekommt, so gering ist, dass sie unter dem liegt, was an Aufwendungen entsteht, wenn man sozusagen dieses Geld für Bildung und Teilhabe in Anspruch nimmt. Einfaches Beispiel, Sie möchten, dass Ihr Kind einen Sportverein besucht und Sie haben wenig Geld. Und zu allem Unglück ist das Kind auch noch sportlich. Dann passiert Folgendes, Sie bekommen über diesen Beitrag, über dieses Geld aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, die Mitgliedsbeiträge sicher raus. Was Sie aber nicht mehr rauskriegen, ist die Sportkleidung. Was Sie nicht mehr rauskriegen, ist die Teilnahme an sozusagen Veranstaltungen, die in diesem Sportverein stattfinden, gleich gar nicht Reisekosten. Wenn Ihr Kind wirklich sportlich ist und könnte Meister irgendwo werden, es muss dazu aber über das Wochenende irgendwo hinfahren, dann kriegen Sie das gleich überhaupt nicht raus aus diesem Bildungs- und Teilhabepaket. Und deswegen denken wir, es muss erhöht werden. Die Kommune sollte etwas zulegen. Das war der vierte Punkt in unserem Antrag. Weiß nicht, wie man das jetzt verfahrenstechnisch macht. Herr Oberbürgermeister, können Sie sich was einfallen lassen. Wäre schön, da wird er auch mit abgestimmt. Den hat allerdings der federführende Ausschuss abgelehnt. Ich hoffe, hier gibt es eine Mehrheit, weil ich denke, dass diese Frage uns alle eigentlich bewegen müsste und würde Sie also um Zustimmung bitten. Soweit zur Einbringung. Ich habe eine ganz feste Wortmeldung und eine vielleicht. Also fange ich mal mit der Festen an, Frau Siebeneicher. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Gäste. Zuerst einmal, natürlich wollen auch wir die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Dresden verbessern. Und deshalb werden wir den Antrag in den ersten drei Punkten auf jeden Fall unterstützen. Und die ersten drei Punkte sind genau die, die die Entbürokratisierung bei den Anträgen noch mal ein Stück leichter machen sollen. Denn wir sehen auch, dass die Zugänge zu den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets so einfach wie möglich gemacht werden müssen, damit eben Menschen, die sich die Klassenfahrt für das Kind nicht leisten können, die Nachhilfe oder den Sportvereinsbeitrag, dass sie dann auch die Unterstützung bekommen.
Wir sehen aber auch, dass wir durchaus nicht schlecht dastehen in Dresden. Und auch das wurde im Sozialausschuss von Chris Kaufmann gesagt. Wir haben hier einen sehr unbürokratischen Zugang, zum Beispiel zum kostenfreien Mittagessen für Kinder aus armen Familien. Und wir haben auch eine sehr hohe Zahl an Familien, die das nutzen. Wir haben gehört, dass auch durch das starke Familiengesetz auf Bundesebene die Verfahren noch leichter gemacht wurden und die Stadt Dresden das auch umsetzt. Das heißt in der Praxis, dass wenn man sein Arbeitslosengeld beantragen muss beim Jobcenter, dass man dann auch für die Kinder eben gleich die Leistungen des Bildungspakets in einem Rutsch mit beantragen kann und man dadurch genau so einen leichteren Zugang geschaffen hat, wie er hier von der Linken gefordert wird. Nichtsdestotrotz, in Zeiten, wo die Preise steigen und auch Mahlzeiten teurer werden, muss es natürlich unser Ziel sein, dass wir hier den Zugang zum Beispiel zum kostenfreien Mittagessen so leicht wie möglich gestalten. Wo wir nicht mitgehen können, das ist der Punkt 4 und den werden wir auch ablehnen. Die Linke möchte hier die Verwaltung beauftragen, eine Satzung zu erarbeiten und wirklich mit städtischem zusätzlichem Geld reinzugehen. Wir halten das aus verschiedenen Gründen nicht für sinnvoll. Zum einen, und ich finde, da muss die Linke sich dann schon ehrlich machen, würden wir schnell in Millionenbeträge hier hineinkommen, die wir kommunal dazu fördern würden. Zum anderen haben wir Grüne in der Vergangenheit das Bildungs- und Teilhabepaket nie als das wirksamste Instrument auf Bundesebene angesehen. Wir wollen auf jeden Fall Kinderarmut durch zum Beispiel eine Kindergrundsicherung entgegenwirken und halten das für eine sehr, sehr viel gezieltere Maßnahme als eben das Bildungs- und Teilhabepaket das jetzt leistet. Und ich muss auch noch mal sagen, der Antrag ist ja jetzt schon über ein Jahr alt. Man liest auch daraus, der wurde auch ein Stück weit flankierend zum Bundestagswahlkampf geschrieben. Und nun haben wir aber seit einer Weile eine neue Bundesregierung. Wir haben eine andere Situation. Wir haben aber auch Entlastungspakete. Und wenn wir Richtung Bund gucken, dann müssen wir schon auch mal ehrlich sagen, es gibt einen Kindersofortzuschlag mittlerweile für Familien mit geringem Einkommen von 240 Euro pro Jahr pro Kind. Es gibt eine Kindergelderhöhung für alle Familien, die monatlich zutrifft. Und wie gesagt, die Kindergrundsicherung ist auf den Weg gebracht und soll spätestens 2025 umgesetzt werden. Ich halte es angesichts der Haushaltsdebatte, die wir hier im Stadtrat in den nächsten Wochen führen werden, für viel wichtiger, dass wir uns auf unsere kommunalen Aufgaben konzentrieren und dass wir schauen, was wir als Kommune machen können, um Armut bei den Bereichen, die in unserer Verantwortung liegen, entgegenzuwirken. Und da muss ich sagen, wenn ich in den Haushaltsentwurf gucke im Sozialbereich, da sehe ich da eine ganze Menge Baustellen, um die wir uns als erstes kümmern sollten. Zum Beispiel ist das Sozialticket laut dem Entwurf des Oberbürgermeisters nicht solide ausfinanziert. Es gibt eine Vielzahl sozialer Projekte, die wir hier im Stadtrat in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, die einfach nicht untersetzt sind und die dementsprechend in Gefahr sind. Und da muss ich eine Abwägung ganz klar sagen, da sollten wir uns darauf konzentrieren, dass wir die soziale Infrastruktur, die wir mit kommunalen Geldern in den letzten Jahren aufgebaut haben, ausgebaut haben, dass wir die aufrechterhalten, statt ein Bildungs- und Teilhabepaket zu ergänzen und dort, ich sag mal, zusätzliche Millionenprojekte auf den Weg zu bringen, die bis jetzt ebenfalls mit keinem Cent im Haushalt untersetzt sind. Deswegen Zustimmung zu den ersten drei Punkten und Ablehnung zum vierten. Wir bitten um punktweise Abstimmung. Herr Dresd verzichtet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Erst Herr Schmählich und dann Frau Baku. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich ärgere mich eigentlich über solche Anträge. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, weil ich der Linken eigentlich die Kompetenz zugetraut hätte, sozialpolitisch diese Stadt voranzubringen. Stattdessen werden wir mit Anträgen wie dem, über den wir gerade ablehnend abgestimmt haben, und jenen, der, das hat Frau Siebenbeicher richtigerweise gesagt, interessanterweise so ein Produkt des Wahlkampfes im letzten Jahr war, traktiert.
Was steht drin im Antrag? Es stimmt eben leider nicht, dass im ersten drei Punkten konkrete Maßnahmen zur Entbürokratisierung des Teilhabepaketes drinsteht, sondern da wird praktisch gesagt, informiert besser. Da sagt also die Linke faktisch, jetzt ist sie jetzt nicht mehr, aber im letzten Jahr wusste sie es noch nicht, der linken Bürgermeisterin, tu doch mal mehr auf dem Gebiet der Public Relation, der sozialen Leistungen. Ich meine, das ist ein Armutszeugnis eigentlich, auf der anderen Seite nicht Aufgabe des Stadtrates. Es sei denn, man ist der Auffassung, dass zuständige Bürgermeister ihrem Job nicht nachkommen. Also von daher ist der erste Teil, die ersten drei Punkte, Aufgabe der Verwaltung. Ich erkenne auch an, dass sich da die Sozialbürgermeisterin bemüht hat, auch entsprechend zu informieren, jedenfalls völlig überflüssig durch Beschlüsse dieses Stadtrates belegt zu werden. Beim Punkt 4, wo es um materielle Leistungen ja geht, auch darauf hat Frau Siebenmeier hingewiesen, muss man sich wie bei vielen Dingen die Frage stellen, was ist jetzt wichtig? Was ist jetzt unsere Priorität? Und da sage ich mal, wir haben in der Tat, und das werden die Beratungen dieses Haushaltes auch zeigen, eine Menge vor der Brust, eine Menge Dinge, die nicht ausfinanziert sind, eine Menge Dinge, die auch tatsächlich sich in Leistungskürzungen niederschlagen wollen. Und aus dem Grunde weiß ich jetzt schon, wenn dieser Antrag abgelehnt wird, dass wir wieder als Sozialschweine hingestellt werden. Aber genau das, lieber Thilo Kiesling, ist pharisäerhaft. Und das ärgert mich. Und ich erwarte eigentlich, dass die Linke ihrer Aufgabe gerecht wird und künftig wirklich Anträge hier in diesen Stadtrat einbringt, die sachliche Substanz haben und die uns wirklich weiterbringen in der sozialen Entwicklung dieser Stadt. Deshalb werden wir ihn ablehnen. Danke. Und als nächste Rednerin Frau Baku. Ja, Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich wundere mich doch über die Redebeiträge, die ich eben gerade gehört habe von meinen beiden Kollegen aus dem Sozialausschuss und möchte nochmal sehr für den Antrag werben. Und zwar möchte ich an der Stelle nochmal einen Blick in die Historie werfen, warum es dieses Bildungs- und Teilhabepaket überhaupt gibt, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass die Hartz-IV-Sätze, verkürzt gesagt, nicht ausreichen, um Kindern in Bedarfsgemeinschaften, also in Haushalten, die Hartz IV beziehen, ausreichend Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu gewähren. Das war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und die damalige Bundesministerin, die zuständige von der Leyen, hat daraus dann eben dieses Paket gestrickt, anstatt dass die Hartz-IV-Sätze insgesamt erhöht würden. Okay, schlimm genug. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt diese Gelder, die genau die Kinder und genau die Familien erreichen, die es am dringendsten nötig haben, nämlich Familien in Haushalten, die extrem finanziell prekär leben und wo wir aus zig Studien und Untersuchungen und so weiter wissen, dass genau in den Haushalten, wo das Geld knapp ist, aus der Not heraus an dem Geld gespart wird, was für Kinder bezahlt werden kann, nämlich genau für den Sportverein, für den Musikkurs, für was weiß ich, irgendwelche Leistungen, die eben genau die gesellschaftliche Teilhabe beschreiben. Und da ist eben diese sozusagen Ausgleichsleistung für zu niedrige Hartz-IV-Sätze ist, geht es nicht darum, dass wir ein bisschen mehr versuchen, das auszuschöpfen oder noch mehr informieren, sondern dass eigentlich diese Leistung 100% ausgeschöpft werden müssten, dass alle Familien, die in Anspruch darauf haben, auch wirklich den vollen Betrag ausschöpfen müssten. Genau das muss das Ziel dabei sein. Und im Antrag geht es auch nicht darum, der ehemaligen Sozialbürgermeisterin zu sagen, dass sie ihre Aufgaben nicht korrekt gemacht hat, sondern dass die Zugänge beispielsweise auch über Sportvereine laufen können, dass die zum Beispiel anregen, Gelder über eben dieses BOT, also das Bildungs- und Teilhabeprogramm, zu akquirieren. Oder dass sie sich zum Beispiel eine Quote setzen, dass sie sagen, so und so viele Kinder, ungefähr 20% der Kinder sind von Armut betroffen, das wissen wir ja laut Statistik, also sollen jedem Sportverein bitteschön 20% der Kinder über eine solche Leistung ihren Mitgliedsbeitrag entrichten, genauso im Musikverein etc. Also das muss doch der Anspruch sein. Und gerade in der aktuellen Situation, ja, der Antrag ist schon ein Jahr alt, das stimmt, das liegt ja daran, dass wir immer völlig übervolle Tagesordnung auf dem Stadtrat haben und ein Haufen Zeug hinten runterfällt. Aber der Antrag ist jetzt noch aktueller, denn wir wissen, sowohl in der Corona-Pandemie als auch jetzt noch viel verstärkter
in der Inflation, dass insbesondere Familien, insbesondere einkommensschwache Familien am allerstärksten von den Preissteigerungen betroffen sind. Das heißt, diese Maßnahmen, aber auch jeder Euro, der kommunal hiervor ausgegeben werden würde, würde genau die Richtigen erreichen, nämlich Kinder und Jugendliche aus finanziell schwachen Haushalten. Deswegen möchte ich sehr darum werben, hier diesem Antrag zuzustimmen und zumindest da, es ist ein kleines Instrument, aber zumindest hier wirklich die Richtigen, die es erreichen würde, auch an die zu denken. Danke. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann war ja gefragt, wie sieht die Abstimmung aus? Die Abstimmung sieht so aus, dass wir über den federführenden Ausschussbericht abstimmen. Der federführende Ausschussbericht hat nur drei positiv empfohlene Punkte. Damit ist das, glaube ich, erstmal obsolet, was Sie beantragt haben, Frau Siebeneicher. Er würde nur dann zutreffen, und das würde ich dann auch aufrufen, wenn der federführende Ausschussbericht abgelehnt werden sollte, dann stimmen wir ja über den Antrag ab und dann würde ich es punktweise machen. Okay? So, dann darf ich fragen, wer den federführenden Ausschussbericht annehmen möchte. Der müsste jetzt mit Handzeichen das signalisieren. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Also, ich höre mir erstmal das Ergebnis an und dann können wir. Also 33 Ja, 21 Nein, stimmt keine Enthaltung. Damit wäre das der federführende Ausschussbericht angenommen. Und jetzt sagen Sie, Sie wollen Wiederholung der Zählung oder was? Wieso das? Also ich habe es ja extra vorher noch mal erläutert gehabt. Ich würde mal sagen, wir lassen es mal dabei. Ist ein gutes Ergebnis. Und also, der federführende Ausschussbericht ist mehrheitlich angenommen. Und wir fahren mal fort in der Tagesordnung. Und ich glaube, mit Blick auf die Uhr, der letzte Tagesordnungspunkt für heute.